Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 23. November 2018. Heute ist Vollmond und das bedeutet, dass die beiden Lichter Sonne und Mond gegenüber stehen und Sonne kann den Mond ganz und voll beleuchten. Dieser Vollmond ist wichtig für uns, dass wir unseren Lebensweg beleuchten, dass wir im Klaren sind, was möchten wir erreichen. Und gerade hier ist wichtig, Ziele setzen, die Ziele ins Auge behalten. In diesem Legesystem erscheint die vier Grundelemente, Feuerelement, die Mut und die Kraft, etwas in Bewegung setzen, die Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Erdeelement gibt uns die Sicherheit, Stabilität, die Bodenständigkeit, die Realität, das Gefühl, wir haben einen festen Boden unter unseren Füßen. Natürlich gehört auch der Beruf und die Finanzen, die finanzielle Sicherheit. Luftelement befreit uns von etwas. All das, was uns bedrückt, endlich aufatmen und führt uns zum Leichtigkeit. Wasserelement hat einen Bezug zu unseren Träumen, einen Bezug zu unserem Unbewussten und beeinflusst unseren Gefühlen. Und es gibt ein fünftes Element, Äther oder Prana, das ist die Verbindung zum Göttlichen. Heute ist Vollmond und das heißt, Mond hat kein eigenes Licht. Mond bekommt die Licht von der Sonne. Wenn die beiden Lichter gegenüber sind wie heute, und das ist exakt 6 Uhr und 39 Minuten, dann kann die Sonne den Mond voll und ganz beleuchten. Dann ist uns der Mond sichtbar. Das ist aber die Sonnenlicht, was die Mond uns reflektiert. Mond bewegt sich relativ schnell im Vergleich zu den Steinbewegungen der Sonne und im Vergleich zu Planeten, entfernt sich ziemlich schnell von dieser Position und bekommt weniger Sonnenlicht, beginnt die abnehmende Mondphase, beeinflusst unsere Gefühle, beeinflusst unseren Alltag und wir können eine abnehmende Mondphase etwas starten, was abnehmen soll, was uns belastet oder unseren Sorgen oder zum Beispiel abnehmen. Dann nähert sich zu die Sonne, die beiden treffen sie sich und dann ist es Neumond und entfernt sich wieder von dieser Position, entfernt sich von die Sonne und beginnt die zunehmende Mondphase. Heute ist also Vollmond, die beiden sind gegenüber. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Ich setze Sonne zum Wasserelement. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Stier. Und die Tierkreiszeichen Stier gehört zum Erdeelement. Ich setze Mond zum Erdeelement. Sie sind gegenüber. Sonne, Mond gegenüber, also Vollmond. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Und die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement. Ich setze Mars zum Luftelement. Merkur ist gerade rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet entweder, dass wir verschlucken die Worte und wir trauen nicht zu, das zu sagen, was
wir denken und fühlen. Manchmal ist es sogar diplomatisch. Diese Rückläufigkeit bedeutet auch wie eine Art Bremse, gerade wenn es um Terminen geht oder eine ämtliche Situation oder um Verträge, ist alles so zäh, das geht so langsam voran. Aber diese Rückläufigkeit bedeutet auch karmische Themen, bedeutet auch Vergangenheit. Also es ist gut möglich, dass zurzeit bei dieser rückläufigen Phase meldet sich jemand von Vergangenheit. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion, also Wasserelement. Ich setze Merkur auch zum Wasserelement. Jupiter bedeutet unserem inneren Sonne, daran liegt die Weisheit, mit dieser Größe, unserem Größe bewusst zu sein. Das ist ein anderes Bewusstsein und Jupiter zeigt uns das. Natürlich sollen wir nicht übertreiben. Jupiter neigt dazu, etwas ausdehnen oder etwas übertreiben. Also da sollen wir uns auch mal Grenzen setzen, trotzdem bewusst sein mit unseren eigenen Werten, mit unseren eigenen Größen und daran liegt die Glück. Jupiter beschenkt uns und bringt Glück in unserem Leben. Jupiter vertritt die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und das heißt, alles, was wir in Ursache setzen, das kehrt auf uns immer wieder zurück. Natürlich öffnet auch unsere Augen auf die Ungerechtigkeiten im Leben. Venus ist die weibliche Energie und vertritt Liebe. Aber nicht nur die Liebe, sondern alles, was schön ist, gehört zum Venus-Einfluss. Schönheit, Kreativität, Ästhetik, Kunst, Frieden und Harmonie bedeutet auch Glück und das ist Venus. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage und die Tierkreiszeichen Waage gehört zum Luftelement. Venus fühlt sich pudelwohl in Waage, weil Venus herrscht über die Tierkreiszeichen Waage. Mars und Venus sind beide in Luftelement, entsteht eine gewisse Harmonie, auch wenn sie zurzeit nicht in einer engen Verbindung stehen. Aber die Elemente stehen in Harmonie. Dann ändert sich mit Saturn die persönlichen Planeten, was unseren Alltag beeinflusst. Saturn zieht die Energie in die Mitte, Saturn erdet und zeigt auch die Richtung, was uns befreit, wo wir etwas lernen. Also wie wir unserem Leben meistern können. Saturn steht in die Mitte, bewegt sich nach indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Schütze. Und das wäre ein Hinweis, womit unserem Leben etwas verbessern können. Und das heißt Bewegung, Begeisterung, bedeutet auch Sport, Aktivitäten, etwas in Bewegung setzen, Ziele setzen, aber konzentriert bleiben, die Ziele nicht aus dem Auge verlieren. Mond befindet sich in ein Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Kritika. Und dieses Mondhaus, was nichts anderes ist als die Tagesbewegung des Mondes, wird von Plejaden bestrahlt. Die Plejaden haben einen Einfluss auf den heutigen Vollmond, auf die heutige Mondenergie. Was sind die Hyaden und die Plejaden? Das sind die Töchter von Atlas. Die Hyaden sind sieben Geschwister, die Töchter von Atlas. Und die Plejaden sind auch die sieben Geschwister, sie sind Halbschwester, sind auch die Töchter von Atlas. Die Plejaden zeigen uns etwas Wichtiges. Die haben Tränen, die weinen. Man nennt die auch als Regengeschwister. Das sind die Tränen. Erstes Mal ist wichtig,
dass das fließt, dass es alles rauskommt, was weh tut. Wir müssen das nicht immer unterdrücken. Und diese Tränen bedeuten auch entweder die Tränen, die Traurigkeit, die Erinnerungen oder die Tränen des Glücks. Und hier entscheiden wir uns. Und genau hier in diesem Bereich befindet sich die goldene Tor der Ekliptik. Und diesen Platz erinnert mich immer wieder an die Märchenfrau Holle. Hier entscheiden wir, das ist wie ein Tor. Wir starten durch diesen Tor und entscheiden wir uns, in welche Richtung geht es. Hier regnet. Die Frage ist, regnet Gold oder Pech? Sind wir die Goldmarie im Leben, also die Gewinner im Leben, oder sind wir die Pechmarie im Leben und regnet Pech? Und das kann ich folgendermaßen erklären. Alles beginnt, auch astrologisch beginnt alles mit Widderenergie. Mit Widder ist die Start, symbolisiert nämlich Neuanfang. Die Tierkreiszeichen Widder ist Feuerelement. Und damit starten wir etwas Neues in unserem Leben. Warum? Weil etwas begeistert uns, dass wir mit Leidenschaft dabei sind. Das ist die Begeisterung und Widder setzt es auch im Gang. Und hier ist die goldenen Fell das Widder, was die Argonauten dann zurückgeholt haben mit dieser großen Reise. Diese goldenen Fell der Widder symbolisiert unserem Energiefeld, unserem Aura. Die Begeisterung von etwas ist zu wenig. Wir brauchen diese goldenen Fell bei jedem Neuanfang. Und das heißt, wir Menschen haben ein Energiefeld, was uns umhüllt. Und dieses Energiefeld nennt man Aura. Und dieses Energiefeld kommt von unserem Inneren. Und das ist unserem Denken und unserem Fühlen. Und dieser Energiefeld, was uns umhüllt, hat eine wichtige Funktion. Das ist nämlich unsere Anziehungskraft. Und es gibt ein Gesetz, eine von den hermetischen Gesetzen. Und dieses hermetische Gesetz sagt aus, Gleiche zieht Gleiche an. Mit anderen Worten, Menschen, die ständig über Probleme nachdenken und Angst haben, ziehen noch mehr Probleme an. Die ziehen auch Menschen an, die auch Probleme haben. Die Angst wird größer. Die Energiefeld ist ganz eng und grau, die Frequenz ist tief. Sie haben gar keine Ausstrahlung. Und mit diesem gar keine Ausstrahlung gehören zu Pechmarie. Das heißt, die ziehen noch mehr Probleme an. Die andere Richtung ist die Goldmarie, die goldenen Felder wieder. Das ist die Ausstrahlung, die innere Sonne zum Leben, diese Begeisterung. Und positiv denken, angstfrei leben, ändert sich sofort die Energiefeld. Das ist die Start. Hier im Tierkreiszeichen wieder ist es noch ein Energiefeld und die Begeisterung. Vielleicht die ersten Schritte. Und dann kommen wir zu diesem Tor, diesem goldenen Tor, die Ekliptik. Hier beginnt die Tierkreiszeichen Stier, Erdeelement, also Realität. Wie setzen wir unsere Ideen, unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte, Träume in Tat um? All das, was uns begeistert. Stier heißt, wir nehmen das im Besitz. Es wird Realität. Und hier regnet. Und die Frage ist, was regnet? Gold oder Pech?
Und das hängt mit unseren Einstellungen an. Wenn wir das vertrauen, was wir vorhaben, dann regnet Gold und führt zum Erfolg. Wenn wir auch diese Ausstrahlung haben, dann dehnt sich aus und hat auch eine goldene Farbe wie die Sonne. Nicht umsonst heißt es goldenen Felder wieder. Die andere Richtung natürlich, die Angst macht unbeweglich, werft alles zurück. Das heißt, was wir vorhaben, gelingt uns nicht. Und darüber sollen wir Gedanken machen, gerade jetzt, wenn Mond hier im goldenen Tor die Ekliptik steht. Und denk bitte an die Märchen Frau Holle, weil genau das, was diese Märchen uns vermittelt. Dann kommt eine andere Geschichte dazu. Diese Geschichte beschäftigt mich seit Jahren. Seit Jahren beschäftigt mich die Geschichte zwischen Orion und Skorpion. Orion ist zwar nicht im Tierkreiszeichen Stier, aber befindet sich in diesem Bereich im Himmel. Also das heißt, Skorpion und Orion stehen auch gegenüber. Dieser Orion ist ein ganz großes Sternbild im Himmel und das ist der himmlische Jäger. Und Demeter, die Mutter Erde befiehlt für die Skorpion, dieser Orion zum Töten. Und Skorpion tötet Orion. Und genau das beschäftigt mich seit längerer Zeit. Warum? Warum musste Skorpion Orion töten? Warum sagt Mutter Erde Demeter in dieser Geschichte, das ist die klassische griechische Mythologie, warum befiehlt Demeter, dass die Skorpion Orion töten soll? Bis ich die Schlüssel gefunden habe für dieses Geheimnis. Und das möchte ich euch vermitteln, weil heute steht Skorpion und Orion gegenüber. Und das trifft genau die Thematik jetzt, das vermittelt dieser Vollmond. Orion beeinflusst die Mondenergie, Orion bestrahlt die Mondenergie und Mond saugt es auf wie ein Schwamm und reflektiert uns weiter. Also steht Orion und Skorpion gegenüber. Orion ist der himmlische Jäger und jagt nach Tieren und prahlt damit. Er prahlt, dass er alle Tiere töten kann. Da antwortet der Skorpion und die Skorpion antwortet, ja, das kann sein, dass du alle Tiere töten kannst, Orion, aber mich als Skorpion kriegst du nicht. Skorpion war stärker, hat Orion besiegt. Das kann ich noch verstehen, dass die Skorpion dadurch behauptet hat. Der andere Grund, was bei mir in die letzten Zeit im Gedanken war, was vermittelt das noch diesem Sternbild, welche Symbolik steckt dahinter, bis ich dann verstanden habe, was das ausdrückt und verstanden habe, warum Demeter das befohlen hat. Und die Geschichte geht folgendes. Orion jagt nicht nur die Tiere, sondern Orion jagt auch die Frauen. Und in jungen Jahren vergewaltigte Orion Artemis. Das ist eine Mondgöttin. Und der Vater von Artemis verblendet hat Orion. Dass Orion den Augenlicht verloren hat und ein bisschen rumgeirrt überall, bis dann begegnet hat mit Morgenröte. Morgenröte zeigt eine weibliche Energie. Hier ist eine junge, unschuldige Frau, wo man diese kindliche vorbeigeht und bewusst ist, Frau zu sein
und hier steigt die weibliche Energie. Das ist Morgenröte. In indischen Erzählungen ist das Rohini. Dieser unschuldiges, fast noch Kind, aber doch eine Frau, das ist Morgenröte. Und hat einen gewissen Sonnenstrahl an sich. Das ist die Sonnenaufgang eigentlich. Und hier ist die Schatten von der Sonne. Also erscheint bei Morgenröte, bei Sonnenaufgang, dazu diese weibliche Energie. Also Orion geht zu Morgenröte und verführt sie. Morgenröte verliebt sich nach Orion. Wahrscheinlich die erste Liebe an ihrem Leben. Und Morgenröte schenkte Orion wieder die Augenlicht, so dass Orion sehen könnte. Und dann ging es natürlich auf dem Jagd und jagt nach wie vor nach Frauen. Und gegenüber liegt die Skorpion. Und die Sexualität ist die Energie, was die Tierkreiszeichen Skorpion vermittelt. Aber die Skorpion befindet sich im Wasserelement. Und das ist mit Gefühlen verbunden, mit Liebe verbunden, mit Gefühlen verbunden. Und das war für mich die Antwort, warum Demeter das sagte. Hör auf, nach Frauen zum Jagen, nach Sexualität zum Jagen, ohne Gefühl, sondern die Lösung liegt an Skorpion. Sexualität mit Gefühlen. Das ist eine andere Beziehung. Das hat Sinn. Und das ist die erfüllte Partnerschaft und erfülltes Sexualleben, weil das was befreit. Und das ist die Geschichte für mich zwischen Skorpion und Orion. Die beiden Sternbilder erblicken sich nicht. Das heißt, wenn Skorpion in Osthorizont aufsteigt, dann geht Orion nach unten, umgekehrt auch. Wenn Orion in Osthorizont aufsteigt, dann geht die Skorpion in Westhorizont unten, die schauen nie ins Auge. Und hier ist aber bei dieser Vollmondposition kommt doch ein Einfluss von Orion und die Mondenergie vermittelt das und die Skorpion natürlich spiegelt etwas. Und hier sind auch Themen wie Sexualität und die Gefühle sind wichtig und das, was Skorpion eigentlich vertritt. Wie sind die Verbindungen zwischen Sonne, Mond und die Planeten? Jupiter in Tierkreiszeichen Skorpion steht in einer Verbindung, eine sehr enge Verbindung zum Mars. Es ist aber Spannung. Diese Spannung kommt von Elementen her. Dieser Wasserelement und dieser Luftelement verträgt sich nicht. Es ist Spannung. Und das könnt ihr in Natur auch beobachten, wenn ihr schwimmt im Meer. Ihr seid im Wasserelement, aber zum Schwimmen braucht ihr auch Luft. Aber wenn immer mehr Wasser kommt, noch mehr Wasser und noch mehr Wasser, irgendwann bekommt man keine Luft mehr. Und das, was die Männer spüren, nicht vergessen, Jupiter vermehrt etwas, Jupiter vergrößert etwas, überschüttet mit Gefühlen. Und besonders die Damen sollen darauf achten, wenn für diesen Mann zu viel ist, die Emotionen, diese viele, viele Wasser, wenn man das übertreibt, ob das jetzt Liebeserklärung ist oder Wut ist, egal in welchem Gefühlen handelt, wenn das zu viel ist, weil übertreibt man das und vermittelt ihn, er zieht sich zurück, weil er bekommt keine Luft. Und das ist diese Spannung. Achtet immer auf diesem Bild. Stell dir das bildhaft vor. Wie fühlt sich das an? Schwimmen, das ist Wasser. Und dann kommt immer mehr Gefühl, immer mehr Gefühl, immer mehr Wasser, immer mehr Wasser, immer mehr Wasser. Und er braucht aber das Atem, braucht einen gewissen Freiraum. Und wenn das heute, auch morgen übertrieben wird, dann wird der Mann zurückziehen.
Und dann wundert ihr, warum er nicht schreibt. Also bleib dezent, eher im Hintergrund, dann kann sowas gar nicht passieren. Dann hat den Atem, hat seinen Freiraum und drauf achten heute, auch morgen, das ja nichts übertreiben. Sonst entsteht Spannung und er braucht Freiraum, braucht Luft zum Atmen, befreit von diesem Kontakt mindestens in die nächsten Tage und meldet er sich nicht, dass das auslösen kann, wenn man das übertreibt. Mond nähert sich zum Aldebaran. Morgen erreicht Mond Aldebaran. Aldebaran ist einer von den königlichen Sternen. Das ist die Auge des Stieres und das bedeutet sehen. Etwas klar und deutlich sehen und erkennen, das wird morgen spürbar, aber das ist schon die Annäherung durch die Mondbewegung. Aldebaran zeigt auch den Weg, dafür ist bekannt, beleuchtet den Weg, zeigt die Richtung und dann folgen die Plejaden. Das sind die Chancen, Möglichkeiten, wenn ihr klare Ziele habt. Uranus hat auch einen Einfluss auf den heutigen Tag, nicht nur heute, sondern es ist länger so, dieser Einfluss. Uranus ist rückläufig, das hat auch mit Vergangenheit, mit karmischen Themen was zu tun, ist in Tierkreiszeichen Widder. Diese äußeren Planeten, Uranus, Neptun, Pluto, haben andere Aufgaben, andere Einflüsse, gehören nicht zu persönlichen Planeten, trotzdem ist spürbar und Uranus hat Verbindung zum beiden karmischen Knoten. Die absteigende Mondknoten, was die alte Karma symbolisiert, ist in Tierkreiszeichen Steinbock. Und die neue karmischen Knoten, die neue Richtung, die Suche nach neuen Möglichkeiten oder Platz am Leben oder Aufgabe, diese Richtung bewegt sich gerade die Tierkreiszeichen Krebs. Und Uranus aktiviert beide Mondknoten. Es ist eine gewisse Herausforderung dabei, aber auch Aufgabe, das zu bewältigen. Und das spüren die Krebsgeborenen, spüren die Steinbockgeborenen, indirekt auch sogar die Wiedergeborenen. Neptun ist in Tierkreiszeichen Wassermann noch rückläufig bis 24. November. 25. November ist Neptun im Stillstand, das heißt, wie alles stehen bleibt und in diesem Moment, 25. November, sollen wir nachdenklich sein an unseren Träumen. Ist auch möglich, dass wir einen wichtigen Traum haben. Hier handelt es sich um unsere Visionen, unsere Träume und da mal einen Tag stehen bleiben, das ist der Stillstand Neptun am 25. und dann wird direktläufig, bewegt sich vorwärts, geht alles voran nach unseren Wünschen, Sehnsüchten, Träumen. Neptun ist im Wassermann, also gehört zum Luftelement und Pluto zeigt, wie man in Kraft bleibt. Und zwar in inneren Kraft und das ist der Prozess des Loslassen. Und Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Aber ich erwähne noch etwas in meinem anderen Kanal und das heißt orientalisches Liebesorakel läuft die täglichen chinesischen Horoskop, die chinesischen Astrologie. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich. Und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail, beschreibt euren Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern, verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel
und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich. Und das ist maßgeschnitten, passt auf eure Persönlichkeit, passt auf eure Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft. Und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und mein persönlichen Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf eure Situation, passend auf eure Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesen besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem kurzen Video, wo ich euch informieren möchte. Ich habe ein super tolles Angebot für euch und dieses Angebot ist gratis. Ihr braucht euch auch nichts verpflichtet fühlen für etwas. Das Thema ist Dualseelen, Dualseelenprozesse. Das, was ich wahrnehme in Praxis, dass viele von euch in diesem Dualseelenprozess drin steckt und ihr weiß nicht, wie das weitergehen soll. Warum ist es so? Das ist mal die erste Frage. Wie kommt ihr davon los? Oder hat das überhaupt einen Sinn in dieser Beziehung bleiben? Was sagt das alles aus? Und dafür habe ich ein Einführungsvideo gemacht, Einführungsvideo zum Verstehen, was das überhaupt ist, duale Seelen und was sagt es auch. Und diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nicht für jede da, das ist nicht für jede geeignet, sondern wirklich für diejenigen, die in diesem Prozess drin sind, wo das wirklich interessiert oder möchten sich etwas verbessern. Und ich bitte euch, wenn ihr in diesem Dualseelenprozess drin seid oder interessiert euch dieses Thema, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratung oder Beratungsvideo jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Dieses Video ist wirklich kostenlos. Und ich möchte aber nur für diejenigen zugänglich machen, wo da wirklich ernsthafte Interesse zeigen. Und ich freue mich, wenn die Interesse besteht und ihr bekommt dann die Zugangsdaten, ihr bekommt den Link dazu und könnt ihr diese Einführungsvideo, diese Erklärungsvideo dann anschauen. Und damit möchte ich euch weiterhelfen. Ich bedanke mich für die Interesse, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist
Dendera Susanna Medici.